Was geht? Es wird mal wieder Zeit für ein neues Rezept. Und zwar gefüllte Zucchini. Du wirst es ja sicherlich in der Titelbeschreibung gelesen haben. Mit Zucchini, Champignons, Knofi, Salz und Pfeffer. Und das war's auch schon. Mehr ist es nicht. Wie du ja weißt, liebe ich Gerichte, die schnell und die schnell und einfach sind. Deswegen mache ich heute mal auf vegan gefüllte Zucchini. Ich wasche mir die erstmal ab. Ich habe gerade gefühlt, weil die ist aus dem Garten. Ich habe gerade gefühlt gehabt, da war noch Sand dran. Ich war der Meinung, die hätte ich schon gewaschen, aber ich habe mich wohl geirrt. Ja, typisch Kadi, absolut geile Vorbereitung. Ne? Fängt ja schon mal total klasse an. Aber auch das kann man ja mal zeigen, wenn man anfängt mit Kochen, immer die Tazis und das, was man verarbeitet, waschen. So, ich halbiere mir den Spaß. Oh, ja, das fängt ja schon mal gut an. Ich habe völlig daneben geschnitten und höhle mir diese Zucchini aus. Dafür nehme ich mir einen tiefen Teller, hier so einen stinknormalen tiefen Teller. Schieb den ganzen Kladderadatsch mal zur Seite und nehme hier so einen Löffel. Und dann hole ich das Kerngehäuse, das Innere der Zucchini raus. Das ist auch gar nicht schwer, das lässt sich sehr, sehr einfach machen. Vielleicht sieht es gerade ein bisschen bescheuert aus, so wie ich das mache. Ja, ich habe, wie du vielleicht im Geschenkt-Video gesehen hast, von Schwiegermulli Zucchini geschenkt bekommen. Und ich habe lange hin und her überlegt, was mache ich damit, weil ich konnte mich nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Ich dachte mir erst, machst du dir so Zucchini-Nudeln, also diese Zudels quasi. Oder ich schneide dir mal das eine Stückchen ab. Das, mal gucken, ob es die Meerschweinchen fressen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oder machst du dir so eine Zucchini-Pfanne oder einen Zucchini-Salat. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die man mit Zucchini machen kann. Und ich dachte mir, ach scheiß drauf, machst du mal gefüllte Zucchini. Naja, habe ich volle Kanne daneben geschnitten. Ja, und dann ging es halt weiter, ja, was mache ich da für eine Füllung rein? Das habe ich mir halt so überlegt, weil ich mich halt auch nicht entscheiden konnte, weil ich das irgendwie schon ein bisschen vegan halten wollte. Auch hier das Ende kriegen die Schweinis. Und naja. Ja, jetzt Jetzt. Nehme ich mir hier Champignons. Versuche die auszupacken. Leider gab es keine Losen. Die gibt es ja irgendwie so gut wie nie, Lose. Und ja, habe ich halt mal die genommen. Finde ich jetzt nicht so schön, dass die in Plastik verpackt sind. Zwecks Verpackungsmüll, aber so what. Kannst du ja nicht ändern, ne? So, ich nehme mir einen weiteren Teller. Die Pilzis brauche ich nicht waschen, nur halt was hier, wenn hier zum Beispiel das kann, ja, das bisschen Erde kann weg. So, das Einzige, was ich halt hier entferne, ist das Stückchen. Ansonsten lasse ich den Champignon so, wie er ist. Und ich sehe halt jetzt zu, dass ich den bestmöglichst klein irgendwie geschnitten bekomme. Da ja, die Größe, die reicht mir schon völlig.
Ja, ich finde Champignons und mag ich ja sowieso. Und ich finde so überbackene Champignons, Zucchini, das klingt lecker. Das kann man sich mal geben. Natürlich wird die ganze Schale nicht für diese, also es ist halt zu viel für zwei, aber das ist nicht schlimm, da lasse ich mich gar nicht beirren. Die Woche ist ja noch lang. Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, die Zucchini im Backofen dann schnurzeln zu lassen, sage ich mal so. Und ich konnte mich halt auch lange nicht entscheiden, was mache ich da rein? Überbacke ich sie mit Käse oder nicht? Ich meine, klar, jeder kann das ja für sich selber abwandeln. Das ist ja gar kein Problem. Aber ich dachte mir, nö, hast du jetzt keine Lust drauf? Auf Fleisch habe ich ja sowieso jetzt seit einer Weile keine Lust. Das mag ich nicht. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt wieder vegan werde oder Vegetarier bin. Das bin ich nicht. Ich habe jetzt einfach nur gerade keine Lust drauf. Seit einer Zeit. Aber warum? Also man muss ja auch nicht, ne, wenn man nicht will. Von den ethnischen Gründen mal sowieso ganz abgesehen. Und naja, man kennt ja so die Sprüche eines Veganers: die Umwelt, das Ethnische und so weiter und so fort. So, und das sollte reichen, das ist schon viel zu viel. Denn mir ist eingefallen, ich habe noch, upsala, bis daneben geschmissen. Denn ich habe vergessen, noch zu zeigen, dass ich eine Zwippel noch dazu habe. Die muss natürlich aber erstmal geschält werden. Selbstverständlich. Das geht ganz schnell. Es gibt auch Leute, die es nicht wissen. Einfach oben und unten abschneiden, einmal längs schneiden und schon geht's ab. Quasi. Siehst du? Zack. Auch hier. Zack. Zack. Die Haut. Die muss immer schön ab. Das ist Verletzungsgefahr dann später beim Schneiden. Weil die ist so rutschig und da rutscht man immer so schnell ab. So, fertig. Das kann ich nicht. Junge. Fressen die Schweine nämlich nicht. Und wenn, dann würde mich das stark wundern. So, jetzt wird der Rotz gewürfelt. Beim Würfeln mache ich das so, dass ich immer ungefähr so schneide. Sieht man das in der Kamera? Ja, also nie bis hinten durch, sondern halt immer nur so ein Stückchen. Dadurch bleibt hier die Zwiebel immer schön in Form. Und ich kann super die Zwiebel schneiden, ohne dass irgendeine Lage wegrutscht oder ähnliches. So, und jetzt hier. Den Schluss beim Schneiden am besten immer so machen, so schneiden, also halt an dieser Handkante lang, nicht wie ich mit den Fingerspitzen, um einfach zu vermeiden, dass man sich in die Fingerspitzen schneidet oder in die Fingerkuppen. So, eine halbe Zwiebel reicht völlig zu. Absolut, es ist dann, boah, meine Augen drehen, meine Augen, meine Augen. So, dann. Salz, Pfeffer und die Jode Knofi.
hatte ich mal zwei Knollen gehabt. Die eine ist mir gerade in den Mülleimer gefallen. Ja, toll. Ganz toll. Und auch hier ist es bei der Knobi wie bei einer Zwiebel schälen. Ich meine, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Einfach hier und da abschneiden. Und schon kannst du den Scheiß abziehen. Geht nicht so einfach wie bei einer Zwiebel, zumindest nicht immer, weil die ja eine dämliche Form hat. Wenn du willst, kannst du auch Knoblauchpulver nehmen. Aber ich finde das halt nicht so aromatisch. Wenn du gar keinen Bock hast auf Knoblauch schälen, kannst du sie auch so im Ungeschälten nehmen. Einmal entweder mit einem Messer oder mit einem Löffel oder mit deinem Handball, wenn du Jackie Chan bist. Einfach zerdrücken und dann löst sich die Schale ganz von alleine. Und du brauchst die dann halt nur noch rausnehmen. So, dazu brauche ich noch eine Knoblauchpresse. Ich halbiere das gute Stück. Na gut, ich viertel das gute Stück. So. Damit. Und nochmal so. Und den Rest nicht verschwenden. Der kommt da auch rein. So. Jetzt nehme ich mir mal noch so ein Stückchen Zucchini, was ich da ausgehöhlt hatte, und würfel das ebenso. Um einfach noch ein bisschen mehr Masse zu erhalten von der Zucchini-Füllung, sage ich mal. Man kann, wenn man möchte, auch noch Kräuter reinpacken. Ich habe gerade keine. Das ist dann ja jedem seinen eigenen Geschmack. So, zack. Jetzt habe ich hier dieses Gemisch. Das verrühre ich jetzt ein wenig und versuche dabei, die Sachen nicht aus dem Teller zu werfen, sondern in den Teller zu lassen. Das reicht. Werde ich ja sehen, ansonsten weiß ich ja, wie es geht, und mache eine weitere Füllung für die weitere Zucchini. So, die guten Stücke. Sieh an, da habe ich mich wohl verschätzt, ne? Ich möchte da gerne sowas wie einen Berg drauf haben wollen.
Weil, wenn das Gemüse ja dann eingeschmutzelt ist, ist das ja relativ klein. Ich meine, die Pilze gehen, glaube ich, ein, die Zwiebel nicht. Aber die Pilze, das besteht ja überwiegend aus Pilzen. Einfach, weil ich Pilze mag. Na, ich krieg's nicht ganz alle. Oder? Kannst du mal sehen, wie groß die Zucchini sind? Ich werde jetzt schon mal die erste in den Backofen reinstellen. Der Backofen ist aber noch aus. Ich warte ja schließlich noch auf die andere. Das wäre ja sonst eine völlige Zeitverschwendung. So, wie ich die andere aber jetzt zubereite, werde ich nicht füllen. Du siehst dann gleich, was dann noch rauskommt. So, hier sind sie nun. Prall gefüllt. Wundert dich nicht, warum das vielleicht so komisch aussieht. Das geht nicht mehr ab. Ich werde jetzt den Backofen so lange auf so viel Grad einstellen und werde zwischendurch mal schauen, wie lange sie brauchen. Und das Schlachtfeld werde ich jetzt aufräumen. So sieht der heiße Scheiß aus. Ich habe es gebe ich ehrlich zu, im Backofen vergessen und liegen lassen. Und hier ist die andere. Hier trockne ich gerade mir Bohnenkraut. Ja, das ist jetzt in der Dose, weil ich nehme es auf Arbeit mit. Und das gibt es morgen abends.